Well, you know what? Why don't we do something like I Need a Girl Part 3? What's the shop? It's up in it. Let's do it. Let's do it. K1, Mary Wine and Swiss Nigga im Studio. Beats out Joker F, die besten Produzenten, Crime Pace. Und, Hey, okay. It's your boy Mario. We need something for the clubs, man. People say loto? Okay, check. Yo, okay, one am Start. Der Typ, der am Mic brennt. New York, mein Bruder Mario Winans. Ich pappe den Shit am Mic, du Bitch. Gibt es einen scheiß Rapper, der noch heißer ist? Gib dir den Shit. K1, ich komm in die City. Wer ich bin? Der deutsche Pigili. Yes, yo, fresh flow, ich komm. Mario kommt, dann wir trinken Dom Perignon, Crime Pace. Homie, Bizarre ist am Start. Und ich weiß genau, Mann, ich freestyle die Parts. Gib dir den Shit, ich bin zu tight. K1, der cool bleibt. Mario. I need a girl in my life who's beautiful enough to warm my soul. Need someone I can hold. Let's get out, Crime Pace. Yes, yo, Mario Winans. Woo! Get up, dance. Yeah. Get up, dance. Mario Winans, baby. Yeah. Get up, dance. Yeah. Get up, dance. Was geht ab? I Need a Girl Part 3. Mario ist gerade abgehauen. Und ich bin immer noch in meinem Crime Pace, Jungs, im Studio. Adrian. Oka, Cindy, Emery, baby, was geht ab? Black Life, wir haben den Überhit gemacht. Ihr hört es gerade im Hintergrund, wir haben den Überhit gemacht. Das war schon immer mein Traum, I Need a Girl, Part 3, Part 1 mit Diddy und Asha, Part 2, Genuine, Loon, Mary Winans, so. Part 3, Mary Winans featuring K1. Damit werden wir die Charts stürmen. Damit werden wir Amerika stürmen, Deutschland stürmen, Österreich, Luxemburg, Schweiz, Holland, egal wohin. K1 am Start und ich rap wie ein Pimp, yeah, gib dir den Witz. K1 ist der King und das ganze Scheiß, bis ich übernehme. Wenn ich spritz, dann in dein scheiß Face. K1 New York Cap, yeah, kick a Crime Pace. Keiner kann mich überbieten, Lederjacke plus Gold nieten. Yo, was geht ab? Wir sind hier in Miami. Check, 1-2. Oakland am Start, Major am Start, Michael am Start. Ich drehe das krasse Video in Miami, das war Making of Peace. Mario hat mich vorhin angerufen, ist gelandet. Und Mario, das coole Mario ist, dem muss ich nichts sagen. Der macht das von sich allein, er hat mich angerufen vorhin, er hat gehört, dass es Probleme gibt beim Video. Weil ihr müsst verstehen, wir sind nicht in Deutschland. In Deutschland rufe ich ein paar Kumpels an, wir kommen mit krassen Autos, aber wir kennen dich hier in Amerika. Ich kenne keinen Schwanz hier. Und Mario sofort von sich aus, ey, okay, ich
Ich glaube, einen gelben Lambo hat er hier in Miami stehen. Der so, ey, du kannst den nehmen fürs Video für I Need a Girl Part 3. Und deswegen ist alles cool. Meine Leute sind am Start hier. Mario hilft mir. Michi Axmann hilft mir. Danke, Leute. Und campt allein in Miami. Ich muss sehen, wie ich klarkomme. Ich muss sehen, wie ich mein Video mache. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stressig der ganze Tag war. Ich hab gedacht, gar nichts mehr wird klappen. Mein Brother Romulo, ich bin so froh, dass er gekommen ist. Ganz ehrlich, ich hab nicht damit gerechnet. Hat's ja gesagt. Grand Pace Ehrenmitglied. Er hat zu mir gesagt, komm. Aber ich dachte ganz ehrlich, der kommt nicht. Ich dachte so, Stuttgarter Gelaber wieder, ja, er kommt Miami und so. Und dann ruft er mich an und sagt, hey, ich bin Flughafen. Das ist Bombe, Alter. Also Leute, wenn ihr Liebe braucht, dann alle Ladies da draußen, geht's rum. Grand Pace Miami 2012. Groß neues Jahr. What up, yeah. Komm, talk to my DVD. Super. Oh shit, I'm on camera. Live from Miami, we on South Beach, you know what I'm saying? I thought Tupac is dead. You're alive. We back, we live. They ain't give me. Wait for my new album. I got it in now, man. Okay, thank you, man. Alright, yo. What's my container? Big. Okay, peace. Oh, so geil, die verstehen eigentlich. Keiner erkennt mich hier, was für ein Luxus, Alter. Ich kann machen, was ich will. Ja, da hat man Tupac getroffen. Der hat auf einmal durchsehen, Alter. Ich schwör's dir, aber niemand soll einen echten Tupac rankommen, Alter. Niemand. Oh, du. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in meinem Hotel, wo alles für mich bleibt. Kongresshotel. Weil ich bin Mitglied von. Was heißt denn das eigentlich Kongress? Okay. Fangfrage. Was ist ein Kongress nicht? Frag dich ehrlich. Ich will es nicht. Hä? Ich will es nicht. Weißt du echt nicht? Nee. Tja. Aber die meinen wir doch. Was ist Kongress? So eine Versammlung von wichtigen Leuten. Kommt nur drauf an, was für eine Angelegenheit. Okay, und jetzt alles nochmal ohne Wissen? Kann ich halt nicht. Was geht? Ey, an der Stelle Grüße an Kevin. Dein Bruder ist in guten Händen. Hello. Hello. You're now on our DVD. You're a film star now. I make you famous. Ey, du darfst nicht mitfahren. Du darfst nicht mitfahren. Nein, ich mein Fernseher. Keine, was weiß ich, was ist. Also Leute, wir sehen uns. Peace. Okay, darf man hier rufen? Darf man hier rauchen? Ja, ich schon. Zeigt, dass das Leben als Star sich lohnt. Ich trinke kein Wasser. Wasser ist für Bettler. Ich trinke Champagner. Ich bin ein Rapstar. Und wenn die Sonne untergeht, beginnt mein Tag. Ariane Bushido, you are in my heart. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier gerade in meiner Suite. Ja. Meiner Suite. Auf jeden Fall meiner. Ey, rauch mal genau unter der Feuerhölle, du Affe. Spinnst du? Weißt du, was da passieren kann? Was machst du, wenn der Feueralarm losgeht? So ehrlich, ey. Leute, das ist nicht korrekt. Ja, steht da auf, parallel, hier dein Zimmer auf seinen Namen. Alles voller Wasser, 2100 Dollar. Danke. Okay, Leute, wir haben jetzt genau amerikanische Zeit. Halb elf. Er hat 10. Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr hier in Miami zu sein. Romulo, guck mal, wir sind gerade in Miami. Ich wette mit dir, okay? Obwohl wir gerade in Miami sind, schnitz ich mir den Finger und wir sind wieder in München im Hugos und machen über krass Party. Und da stehen überall weiße Moe-Flaschen auf dem Tisch. Glaubst du es mir? Pass auf. 1, 2, Party! Und wieder zurück in Miami. Was geht ab? Wir sind hier gerade vom Set Club. Hier live in Miami. Und Timothy und ich treten hier heute auf. Wir brauchen nämlich Live-Mitschnitt für das Video. Und das kriegen wir bloß. Warte mal, die Kamera. Was will die mir Konkurrenz machen oder was? Behindert. Wir brauchen einen Live-Mitschnitt für das Video. Und
Hey. Hey. Habt ihr gehört, Leute? Das war der Gewinner von Big Brother Amerika. Geh jetzt einfach rein. Martin kennt ihn sehr gut, er hat mit ihm getanzt, dem Vita. Falls du dich erinnerst, Martin, das war der kleine schwule Typ. Und Pastor, wie gesagt, die Gang ist am Start, Crime Pace, hier live in Miami. Poker ist am Start, mein Mann Michael, heute eine sensationelle Performance hingelegt. Mein Hype, Nigga, from Brasilia. Fab, man. Was geht ab? Trinken wir heute Cream? Of course. Scheiß auf Champagner, ab jetzt trinken wir nur noch Cream, Alter, so sieht's aus. Rachel ist am Start, jetzt Miami Gang und ja, geil, Timothy hat mir gesagt, sei um 1 Uhr vorm Club, dann komm ich. Er tanzt ungefähr 20 nach 1 beim Lambo an, stellt sich ganz kurz hin und fährt dann weiter. Moin. Ja, geil. Wo waren wir das letzte Mal alle so zusammen, so wie jetzt? Stuttgart, Berlin. Bei ihm. Achso, München, weißt du, Stuttgart, München, das Wochenende. Ey, ganz ehrlich, ganz gut, ja, da. Sollen wir ganz kurz nochmal zu bis hier? Komm, ja. Oder warte, nein, scheiße, da waren wir vorne schon. Geh mal, Baby. Digga, du hast die Flasche kaputt gemacht, was, ne? Komm, ich schnitz jetzt immer hier mit den Fingern und dann wirst du sehen, wie Romulus Champagner ins Auge geht, okay? Pass auf. Habt ihr gesehen, wie es in seinen Augen wieder so gemacht hat? Aber ey, der Blick steht, ne? Wie geil wird das ab? Und immer noch einen auf cool machen wollte? Sei jetzt, Alter. Rummel ist legendär. Egal, Hauptsache pushen, dann geht Champagner in den Augen weiter cool. Hammer. Wann kommen die T-Shirts raus, Alter? Ich brauch neue T-Shirts. Ja. Wer hat die gemacht? Ich. Selber gefallen. Leute, ohne Spaß. Check deine T-Shirts ab. Romulo, Feliciano, Kurani. Besten T-Shirts. Warum Kurani? Es gibt so ein Fußballspiel, der ist auch Kurani. Right? Ist oft so in Brasilien, in Deutschland, so Schmidt und so. Ja. Hey? Ja. Sag mal, eine andere Frage. Lenkt man dich immer auf? Was ist das für Scheiße? Digga, ich bin doch gerade frisch rausgekommen. Hast du dich gehört, wie schön. Destroyed. Jetzt bist du dran, nächste Runde. Gut, dass ich dich gerade nicht dabei gesehen habe. Du siehst bestimmt aus wie so ein Oktopus mit drei Beinen. Was hättest du so gefallen? Ey! Hast du gesehen, wie er abkacken? Keine rassistischen Witze hier, okay? Keine. Hast du gesehen, wie er abkacken, Alter? Ja? Ja? Ey, ich komm rein, ich wollte mich so im Spiegel in meinen Arm anschauen, auf der Musik, so einfach auf dem Klo so kacken. Ja? Aber so. Wenn ich kacke, weißt du, beuge ich mich so nach vorne so ein bisschen, weißt du? Sag aber für die Fans. Aber er war so kacken, so. Wie ist der Ende, der chillt ja richtig, so ein Breitbein, weißt du? Wenn ich kacke, so der, so gechillt. Ich weiß, das ist aus wie so ein kleiner Junge im Körper von einem Erwachsenen. Einfach so ein Babykopf von einem schwarzen kleinen Baby, so aufgesteckt auf so von Mike Tyson. Ist Absicht eigentlich, dieser Kandidat? Nee, es ist Kämpfer, weißt du? Ich hab gekämpft. Okay, Leute, egal wie dreckig es uns gerade geht, wir sind immer noch am Lachen. Ja, immer noch ein Witz auf Lager. Immer ein Witz auf Lager. So, komm, Alter. Aber du kannst ruhig eine lange Hose anziehen, du hast das arschkalt, Alter. Wie, Alter? Rühr einfach wegen der Kamera, dann so eine Moe rausholen. So ein Quatsch, Alter. Komm.
Dein Kopf so verkackt. Mann, das war schön, ne? Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Komm, Vivikus, komm! Scheiße, Mann. Ich wollte es mit einer Afrika nehmen. Gibt's da Moe eigentlich? Er sagt gerade ja. Ja? Alex meinte ja, ich kaufe eine falsche Brise. Nein. Auch, auch. Aber ich hab viele Brüder in Afrika. Ich kann. Komisch, ne? Quatsch, die kommt doch von da. Ja, nee, warum hast du da auch nicht? Hast du da viele Brüder da? Nein. Verwandte? Auch. So ein Quatsch. Ich bin noch deutsch ausgebildet. Siehst du mich? Das ist aber auch Spaß. Das ist doch Verwandte. Nein, kein Spaß. Schwör mal. Wer schwört, der lügt. Wer schwört, der lügt. Guck mal, Leute, wer mich verarschen will, so tut, als ob... Nein, ey! Ich hab keine Verwandten in Afrika. Ja, dann kommst du nicht jetzt. Ja, du bist doch schwarz, was glaubst du denn? Scheiße, Alter. Ich komm gleich Deutscher. Komm, ich mein Smile, guck mal. Mein Zwillingsbruder ist weiß. Ich hoffe, deine Mutter, glaube ich. Guck, so, du kannst dich schnell. Soll ich kurz schnipsen? Ja. Dann zeig ich euch allen meinen Zwillingsbruder, okay? Okay. Ja? Okay, seid ihr bereit? Habt ihr gesehen? Alter, und? Ganz ehrlich, Alter, ich schwör's dir. Gestern hat wirklich die Kamera gefehlt. Wir waren gestern unterwegs, Adrian war nicht am Start. Leider. Okay, was gestern hier in Miami passiert ist, bleibt in Miami. Ist mir scheißegal. Wir haben so krass übertrieben. Wir hatten im Auto, glaube ich, noch 10. Hat deine Schnauze noch vor. Hat die Schnauze, habe ich gesagt. Sup, yo. Einfach so. Also wie gesagt, Leute, was gestern hier in Miami passiert ist, bleibt definitiv hier. Das war nicht mehr normal. Maike, hier, Young Dolph. Übrigens, ey, Alex hat neue Spitznamen, ab jetzt heute aber wirklich. Young Dolph. Wenn euch irgendjemand fragt, nicht mehr Alex sagen, sondern nur noch Young Dolph. Weil die ganzen Amis hier sagen, es ist aus wie Dolph Lundgren. Okay, Leute, jetzt, wenn ihr diese DVD seht, wisst ihr, warum mein Bruder Alex Young Dolph genannt wurde. Er wurde hier von den Amis und ganz des Schwarzen getauft mit einer Ohrfeige. Die Fresse. Eine Ohrfeige im Ghetto. Star Rentals, Everglades, City Boat Tour to Star Island, Key West. I'm the lowest price. Hey, are there jet skis? Yes, and I'm $80 less than those guys on the beach. But when we got a Canadian way, huh? Can we do it? You what? When we got a Canadian way. What's that? The jet skis. Do you want to go up here? Wait. Yes, but we have to know if it is the Argonaut. We're going to take you on a 70-mile-an-hour high-speed jet ski tour adventure around Star Island and straight off the chain. No, we have to get with Arduino. Otherwise it's not running. Arduino. What is that? I don't understand what you're talking about. Yeah, no, let's... Arduinet. Ja, Leute, so sieht's aus. Ich weiß nicht, gestern die krasseste Hangover-Party überhaupt. Das war nicht mehr normal. Ganz ehrlich, ey. Wir hatten noch 10 Flaschen Champagner im Auto, die wir für den Dreh eigentlich benötigt haben. So, die Jungs bleiben ja noch 3 Tage, aber ich bin so ein Egoist. Ich sag, wenn ich fliege, muss der Champagner verschwinden. Also habe ich einfach den Champagner auf der Straße ausgeleert in Miami. Vor dem schönen 1-Stern Chelsea Hotel, wo Crime Pacey übernachtet. Ich habe woanders geschlafen. Romulo hat, glaube ich, in noch einer schlimmeren Absteigung geschlafen. Das war's, eigentlich ist es ein Obdachlosenheim, aber der hat $20 gegeben und durfte auch da schlafen. Nein, Mann. Wer Romulo kennt, kennt Romulo. Wenn er irgendwo schläft, nicht unter 6 Sterne. Die Dorftrottel von euch denken, jetzt gibt keine 6 Sterne, aber jetzt hat keine Ahnung. Warte noch nie in Dubai. Wo ist dieser Scheiß von einmal? Hey, Girls! Wait! Mann, in den Videos sieht es doch viel cooler aus, da klappt es voll. Eichel Jackson, Baby. This was this. When you know what it is, you know what it is. Alter, wie sind wir gestern durchgedreht? Was war das bitte, Alter? Spaß, Alter. Du hast vorhin so einen Uppercut gegeben, ne? Also Quatsch. Kein Spaß. Ich dachte wieder, ich bin der Latino-Drogenboss. Ich dachte, der Herkules wieder. Das ist was krasser. Wir waren in so einer richtig abschäbigen, dreckigen Latino-Disco. Ich glaube, 90% der Frauen waren irgendwelche Prostituierten aus Mexiko mit Goldzahn, Alter. Richtig hardcore. Ey, wir chillen hier am Osten-Vibe. Wir dachten ja, okay, wir wollen Party machen, es war 3 Uhr.
Also hat sich jetzt nicht mehr gelohnt, weil in Amerika kannst du nur bis vier feiern und dann machen die auf einmal Licht aus, Licht an dem Club. Da sind wir in den dreckigsten, abgepicksten Latino-Club gegangen, Alter. So durchgedreht, Tequila gesoffen wie bei From Dusk Till Dawn, behindert. Ich schwör's dir, da hätte mir die Kamera gebrochen. Hast du eigentlich mal gemerkt, dass du nur da bist, wenn man unnötige Sachen filmt? Bei den ganzen krassen Sachen bist du gar nicht da? Adrian hatte ja gestern Halsschmerzen. 10 nach 2, amerikanische Zeit. Und Roman und ich gehen jetzt zum Flughafen. Leider sitzen wir nicht im selben Flieger. Das wird ein bisschen cooler alles machen. Egal, jetzt ziehe ich einfach neben einem anderen Schwarzen. Ich kann vorhin sogar holen. Ja, Mann, das war's. Miami 2012, wir haben zwei Videos abgedreht. Die Jungs waren alle mit am Start. Michael, Romulo, Adrian. Neuer Name? Young Dolph, Oka, Michael Axmann. Wir haben es gemacht, Alter, wir haben es gemacht. Viele Grüße, Arafat, was geht ab? Nochmal Grüße an Mika. Danke, dass du uns gestern den Dreh klar gemacht hast. Morgen Ding, Alter. Wir haben alles geschafft. Ich glaube, in 4-5 Tagen, Alter, mit zwei verfickten Videos auf die Reihe. Auf die Reihe gestellt, auf die Beine gestellt. Einmal Bombe. Okay, Leute, das ist Making of meiner DVD, das war's aus Miami. So, ich begebe mich jetzt an den Flughafen. Peace out.